So, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blattgrün. Let's Play Together. Ich vergesse es immer wieder. Diese Mischung aus Omega Rubin und Blattgrün macht mich irgendwie fertig, weil ich jedes Mal das andere vergesse. Ich war jetzt kurz davor, Omega Rubin eingeloggt, Challenge zu sagen, aber in Ordnung. Beim letzten Mal haben wir die Liga gerockt und, beziehungsweise bei unserem gemeinsamen letzten Mal haben wir die Liga gerockt und haben jetzt hier das Zauberwasser? Fragezeichen. Wenn ich es finden wird. Ewiges Eis. Okay, das heißt, wir waren schon auf Island 4. Sind jetzt auf Island. Ich habe keine Ahnung. Karte. Island 5. Okay. Und sollen anscheinend zum Rocket-Versteck gehen. Oh, das ist ein Zerschneider, aber haben wir Zerschneider dabei? Nein. Gut, dann eben nicht. Dann nicht. Dann knüppeln wir eben durch wilde Pokémon durch. 41er Mauzi, what the fuck? Ja gut, warum auch nicht? Ich meine, wir haben die Liga hinter uns, da dürfen jetzt auch mal gerne ein paar höhere Pokémon kommen. Ich frage mich, auf welchem Level hier die, die wilden Trainer sind quasi. Ich bin gespannt. Ich weiß, dass... Hi, Rocket Grübel. Zutritt zu diesem Gebiet ist untersagt. Raus, raus! Dankeschön. Ich weiß, dass es hier irgendwo in der Nähe ein Ei gibt, in dem man einen Togepi bekommen kann. Ich weiß nicht, ob es Island 5 oder 6 war? Oder doch 7 oder 4? Ich glaube, 4 war es nicht. Bei 4 meine ich, konnte man nicht surfen, aber es war irgendwo... Ich meine, es war 5, ja. 5 konnte man irgendwo nach oben surfen. Ist total optional, aber man kriegt ein Ei, in dem man Togepi ist. Das weiß ich noch. Und, das könnte ich mir jetzt überlegen, ob ich es mitnehme, aber wir können kein Togekiss haben. Das heißt, es ist sowieso relevant. Was war das gerade? Slimer? Richtig gelesen? Ja, habe ich. Gut. Dann würde ich sagen, ich auch noch einen Fall für The Rock, der hier rockt und rollt. Oh ja, was für wunderschöne Wortwitze wir hier haben. Ja, das ist unglaublich. So, das Lemma ist weg. Wir haben ein Level Up, Level 54. Nice. Ich habe, by the way, keine Ahnung mehr, was wir auf den Islands machen müssen. Das war ein Slimebug, das habe ich genau gesehen. Und auch da wird, glaube ich, ein Erdbeben ausreichen für ein One-Hit-KO. Weil wir wissen ja, Slimebug hat eine höhere Spezialverteidigung, während Smogmog eine höhere physische Verteidigung hat. Und das sollte reichen. Tut es auch. Sehr schön, meine Prediction geht auf. Ich mag das. Mal nachgucken, was wir noch trainieren müssen. Ich glaube, Pedoball sicherlich nicht, weil Pedoball... Pedoball ist. Kennt man ja. KFC braucht noch ein bisschen Training. Der Don braucht noch ein bisschen Training. Würde ich sagen, lass ich mal den Don vor. Der kann sich ja irgendwas reißen hier. Das ist ein Zerschneiderbau, an dem wir wieder nicht vorbei können. Ich meine, so ein kleiner Busch im Weg ist schon schwierig zu überwinden. Ganz klar. 41er Mopsi. 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 Ja. 41er Mauzi und 15er Hauptsport. I see. Makes sense. So much sense. Diese Levelquote. Levelsprünge in einem Gras von 26 Leveln. Das ist einiges. Verschwinde Zeit, wenn du an mir vorbeikommst. Auch wenn du an mir vorbeikommst. Bla bla blubs Worte. Ich glaube, wir kommen hier noch gar nicht rein, ne? Ich meine, da war was. Da können wir jetzt den Anfang machen, können noch hingehen, aber rein kommen wir nicht, meine ich. So, hier werde ich jetzt ein bisschen durchsweepen. Auch mit Bedroher wirst du mit einem Erdbeben ein One-Hit-KO setzen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wir bekommen in diesem Versteck die Matschbombe, meine ich als TM. Und das wäre eine wunderschöne Attacke für den Don. Weil Stab und weil physisch in der Generation noch. Weil Gift. Duflor. Da würde ich mal sagen, lassen wir mal unser KFC ran. Weil wir müssen ja auch mal ein wenig Farbe reinbringen. Das stimmt sogar. KFC hat 4 verschiedene Farben. Gelb, ein helleres Gelb, braun und rot. Und weiß, sind sogar 5. Wobei weiß ist keine Farbe, schwarz auch nicht. Wird rausgenommen. 4. Flügelschlag, das sollte eigentlich reichen für ein 100 KO. Hoffe ich doch mal. Bei, ja, es ist nicht speziell. Wäre es eine spezielle Attacke, wäre es kritisch geworden. Ist es aber nicht. Weil wir wissen, Duflor und Giflor haben Duflor und Giflor bitte einen vollständigen Satz bilden. Haben höhere Spezialverteidigungswerte als physische Verteidigungswerte. Deswegen muss man da gucken, dass man die richtigen Attacken wählt. Aber das sollte ja für uns kein Problem sein. Weg mit dir, du Flor. Und EP. Rupel wurde besiegt. Warum steht die mit X-Bein da rum?
Habe ich das zu verstehen? Ich weiß es nicht. Da oben ist noch ein Rocket-Typ. Hier gibt es nichts weiter außer unserem Lager. Also, was hast du hier zu suchen? Ist doch ganz klar. Ich muss mal aufs Klo. Der Versuch, witzig zu sein. Fehlgeschlagen. Nice. Nein, ich möchte an sich da oben rein. Ich möchte euer Lager stürmen. Was hast du denn erwartet? So, ich stärke dich mal um. Ich glaube nicht, dass es ein One-Hit wird, aber... Okay, es wird ein 3-Hit-KO. Okay, Memento Mori. Ja, du machst quasi meinen Angriff kaputt. Bringst dich dafür aber auch selbst um. Besser als Finale. Smogmog, da wechsle ich aber. Da hätte ich gerne Butter frei mit einer Psychokinese. Ein Anflug von Psychokinese. Oh yeah. So, du kriegst jetzt eine Psychokinese an den Kopf geknallt. Zap, 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 zap. Und weg. Ich weiß gar nicht. Boah, nicht ganz. Wow, hast du sogar überlebt. Muss sagen, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich bin schon zutiefst beeindruckt. Aeroas, da kannst du mit deiner Genauigkeit senken, oder sonst wo. Sowieso haben wir, glaube ich, Facettenaugen. Das heißt, wir treffen sowieso noch genauer als so genau. Weil die Genauigkeit wird noch erhöht. Ich meine, wir haben noch keine von den Passwörtern. Ich meine, wir brauchen zwei Passwörter. Red gab ein Passwort ein. Arbok Cobra. Die Tür zu öffnen wird ein weiteres Passwort benötigt. Okay. Ich meine, das bekommen wir woanders. Zwar nicht hier. Das bekommen wir woanders, aber nicht hier. Ich sehe einen Zusammenhang. Ah, das ist eine BD-Card. 50. Heilige Kacke. Ich glaube, das Level-Up nehme ich. Wobei, es wird kein Level-Up, aber die EP nehme ich auf jeden Fall mit. Mit dem Erdbeben of Doom. Auch wenn es eventuell nicht reichen wird. Ich glaube, es reicht nicht. Aber ganz knapp. Wow. Ich hätte vielleicht auch einen Durchbruch einsetzen sollen. Wäre wahrscheinlich stärker gewesen. Oder? Nee. Dann 75 ist effektiv. Nee, das RP ist genauso stark. Aber wir haben quasi genau, hätten genau gleich viel Schaden gemacht. Boah, der hat einen Counter Rate. Tauboga. Hi. Da kann ich dich jetzt nicht mit. Was mache ich da? Das war einmal so viel geklickt. Ich glaube, ich fliehe einfach. Ich denke, das ist besser. Ja. Ich habe nur keine Ahnung mehr, was ich auf den Islands machen muss. Ich überlege gerade angestrengt, was ich jetzt eigentlich tun soll. Hier, ich meine, wildes Pokémon. Irgendwas muss ich ja hier tun können. Ich überlege auch gleichzeitig, ob wir wirklich alle Routen abklappern wollen. An sich wäre es nicht verkehrt. Es sind immerhin gratis EP. Jetzt wird es geschäftiger, seit ich mir viele Fische gefangen habe. Das ist doof gelaufen. Dann würde ich einfach mal sagen, ich fahre von hier aus nach Norden. Sodass wir wenigstens alle Islands auch abgrasen. Das hilft uns aber beim Training, müssen wir nicht so viel Offscreen trainieren und B, hat man wenigstens alles gesehen. Was ja auch irgendwo der Sinn eines Let's Plays ist. Man könnte das aber auch skippen, man könnte theoretisch nur das machen, was man machen müsste. Dann müsste jetzt, glaube ich, auf Island 6. Und dann wieder her zurück und dann wäre es das auch schon wieder. Wasserirrgarten. Gott, das klingt schon so unglaublich spaßig. Wo ist denn der Pedoball? Ja, ich werde ihn jetzt aber vorsetzen, weil... Döner Blitz im All. Ich wollte gerade einen Schutz einsetzen. Ich habe sogar noch auf Start gedrückt, aber erst nachdem der Encounter gestartet hat. Level 6. Wow. Wow. Das Level. Moment, ein Topfschutz. Oh Gottes Willen. Was im Garten trifft das erstaunlich gut. Moment, wir machen es anders. Ich weiß ja, dass ich das Ei hier irgendwo bekomme. Ich gucke mal, ob ich das finden kann. Denn wenn ich das Ei entgegennehme, müsste es mein Ei sein. Da hätte ich ein Togepi. Nice. Da denke ich dann schon fast drüber nach, ob ich irgendein Pokémon für rausnehme. Das heißt, ich werde mal den Don kurz ablegen. Den werde ich wahrscheinlich in der Ecke hinten eh nicht brauchen. Weil Wasserroute. Den Don kurz weglegen. Dann gucke ich mal, ob ich das finde. Ich weiß gar nicht, ob jemand die ganzen Namen gezeigt hat. Ich werde es mir mal anschauen. Wenn nicht, kann man sie immer noch nachholen. Also kann man sie immer noch nachträglich zeigen. Falls schon, ist gut. Ich hoffe es doch mal, aber ich glaube es fast nicht, dass irgendwer die Namen gezeigt hat. Ich habe es von Simon gesagt, er soll mal kurz rübergehen, weil ich hier die ganzen Pokémon gefangen habe hier. Und kurz zeigen, was ich da zusammengesammelt habe. Ferienparadies. Okay.
Der Winkel ist doch nicht, ist noch nicht perfekt. Was machst du denn da? Achso. Ich wollte gerade sagen, eine Göre. Misst du gerade den Winkel, wie du dich am besten bräunen sollst oder so? Keine Ahnung. Ich hoffe, das war die, überhaupt die richtige Route. Alles andere wäre doof. Egal. Nee, ich habe eigentlich gesagt, ihr sollt zeigen, was, wie ich die Pokémon genannt habe, weil ich mir da halt ein paar Namen habe einfallen lassen. Wenn nicht, ich werde es halt dann sehen, wenn es soweit ist, dann werde ich das irgendwann demnächst noch zeigen. Ich muss gucken, dass ich jetzt nicht auf ZL komme, ansonsten speede ich unbewusst. Das habe ich nämlich beim Fangen der Pokémon jetzt gemacht. Hey du, ich besuche das Sommerhaus eines Freundes, wenn du fragst. Ist mir auch egal, was du hier machst. Ich will kämpfen! Wir kämpfen! Kämpfe gegen mich! Wow, Lady Cornelia, ganz neuen Trainerklassen hier. Ja gut, Pflanzen-Pokémon ist doch eher gut. Wobei, du hast auch ein Flug-Pokémon, meine ich, ne? Tatatatam. Krax und weg mit dir. Mache dich dem Erdboden gleich. Weil ich meine, dass auch diese Entwicklungsreihe eine höhere Spezialverteidigung hat. Hubbelupf, da wechsle ich. Jetzt überlasse ich KFC! Vielleicht nehme ich danach Rapidoball raus. Rapidoball hat aktuell wirklich genug gelevelt. Aber das muss ich schauen. Da muss ich erst gucken. Ich lasse Pedoball jetzt leveln und nehme ihn dann raus, wenn wir später jetzt zurück sind, sodass er Don EP bekommt und Pedoball nicht. Weil Don muss ja auch noch mit aufholen. Ich hätte auf jeden Fall. Ich will einfach das Togepi ausbrüten. Ich weiß, dass man es, glaube ich, hier bekommt. Ich glaube, bei Kämpfe über so funktioniert hier noch nicht. Also dass man quasi, jetzt gegen zwei Trainer gleichzeitig kämpfen konnte. Indem man so reinrennt. Entschuldigung, ich versuche zu malen. Bitte geh mir aus dem Weg. Aus der Sicht. Ja, gut. Nö. Wir gehen nicht kämpfen. Wir kämpfen, sag ich dich doch bereits. Farbigel, okay. Hallo, Farbigel. Ich hoffe, du hast nicht irgendwie sowas Richtung Eiseskälte, irgendeine K.O.-Attack oder so. Was auch immer du haben magst. Jetzt hast du tot. Oh yeah. Denn das wirst du nicht aushalten. Könnte man sagen, ich will hier mein Pokémon overleveln und sowas, aber im Prinzip erspare ich damit anderen Leuten auch nur Training nachher. Ich denke darüber nach, ein Pool nur für Pokémon, eigentlich, das ist schön für dich. Ich glaube, du bist eine Lady und dann gibt dein Overworld Sprite überhaupt keinen Sinn, weil du trägst rotes Kleid in Overworld Sprite und im eigentlichen Sprite ein blaues Kleid im Hut. Du gibst so unglaublich wenig Sinn. Hallo Voltilam. Ne, kennt man ja. Irgendwie sind Voltilam ein bisschen ungünstig, wenn ich mit dem Elektro-Pokémon angreife. Yo, Donner! Hm? Da kommt der Döner angeflogen. Da kommt das Erdbeben zurückgeflogen. Ruf zu in den Wald! So erdbebend ist zurück. Oder donnerst du in den Wald, dann erdbebt es. Ihr wisst, was ich meine. Wer dann eine Grube kriegt, fällt selbst hinein, sowas in der Richtung. Nö, bleib ich drinne. Es kommen nämlich die ganzen Johto-Pokémon auch her, ne? Wobei man hier die Starter aus Johto gar nicht bekommen hat. Die hat man nur ins Markt bekommen. Ist auch interessant. Habe ich damals sogar gemacht. Für Feurigel und Kanimani, meine ich, habe ich es gemacht. Nivea hatte ich, glaube ich, nicht. Ja, ich habe es mal dann zweimal durchgespielt. Wobei, habe ich es überhaupt zweimal gemacht? Ich weiß gar nicht. Ich habe es auf jeden Fall einmal für Feurigel gemacht, weil Feurigel toll ist. Aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. Es war auf jeden Fall die einzige Möglichkeit, in der dritten Generation die Johto-Starter zu bekommen. Das ist natürlich ein bisschen doofer, weil du musst jetzt halt die ganzen Höhendecks komplett gefangen haben. Also alle 200 Pokémon. Ja, stimmt sogar. Also es waren ja nicht die Pokémon, die neu in der dritten Generation zugekommen sind, sondern halt im Johto-Dex seitens, wow, sind die viele Trainer. Wow. Ich hätte gerne noch das Ei, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wo ich es bekomme, muss ich doch sagen. Oh Gott, warum habt ihr so viele Pokémon? Ich würde echt gerne noch das Ei bekommen, ansonsten fliege ich zurück und hol Don wieder ins Team. Wenn ihm auf die Idee kommt, hier irgendwie Eierdieb zu spielen oder so, ich habe doch keine Ahnung. Naja, Level Up. 57. Ich meine, wo war denn das? War doch hier irgendwo in der Nähe, oder? Wenn ich das jetzt noch genau wüsste, wäre das natürlich hilfreich. Du? Ich bin ein starker Sprinter, ich bin wirklich schnell, das ist schön für dich, back dir nice. Und was wollte ich jetzt auch gesagt haben? Ich habe es vergessen. Radikal. Trutilo. Was ein Name. Muss ich das sagen, oder? War das doch woanders? Vielleicht war das auch auf Island 6. Richtung Norden. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja.
irgendwann mal ein Togepi-Ei bekommen. Ich würde es gerne haben, einfach weil. Taboga bleibe ich drin. Das, damit mache ich kurz einen Prozess. Aus Ende. Und zack, 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 zack. Zirram. Voll in den Boden geschockt und so. Irgendwo ist ein Typi, der rumsteht und einem Ei in die Hand drückt. Bin ich mir ziemlich sicher, weil ich bin mir 100% sicher, dass die fünfte Generation ist, beziehungsweise... Halt, listen. Nee, halt, XY sind die einzigen Spiele, wo man kein Ei bekommt von dem NPC. Ich gucke nur gerade, ob es hier irgendwo einen Weg gibt noch weiter, beziehungsweise ich kann auch einfach auf die Karte gucken. Aber das wäre ja zu Mainstream. So. So, nach oben geht's, glaube ich, nicht mehr. Verlorene Höhle? Moment, was? Wo geht's denn da noch weiter? Wo soll es hier noch weitergehen? Da oben. Ich sehe es. Es kann sein, dass es bei der verlorenen Höhle war. Ich hoffe es gerade irgendwie. Das wollte ich nicht. Aber wir haben Sternchen außerdem jetzt im Beginnerpass, weil wir die Liga geschafft haben. Nice. So, wunderbar. Und ein Wassertrainer. Das neue Team im Leben hier sagt mir zu. Herzlichen Glückwunsch. Back dir ein Eis von. Ich bleib dabei. Wir sind von Putzi. Also es muss 5 oder 6 gewesen sein. Ziemlich sicher mit dem Togepi. Ich meine, es war 5. Also Island 5. Aber ich bin mir so unsicher gerade. Das kann ich echt nicht sagen. Weg mit dir. Ich bash gerade den A-Button, weil er mir, weil es mir auf dem Kick das alles so langsam läuft. Hey, ich will halt noch das blöde Ei bekommen, wenn möglich. Togepi ist toll. Togepi ist, also Togepi, Togetic und Togekiss sind meine Lieblingsentwicklungsreihe. Und, ja, deswegen möchte ich es haben. Einfach weil ich es will. So, Punkt, aus, Ende. 1080p quasi. Quasi, Tintoxa, okay. Ich mösche weiter den A-Button und warte darauf, dass Tobias sein nächstes Pokémon in den Kampf schickt, damit ich es weiter grüßen kann. Ja, okay. Ich glaube, in der verlorenen Höhle, oder wie die hieß, also die Höhle, wo wir jetzt hinkommen, da war quasi nichts. Und wenn ich mich jetzt hier um Story nicht relevante Sachen kümmere, liegt das daran, dass die anderen das nicht tun und deswegen mache ich's. Man sieht es ja in der Route zwischen Fuchsania und Lavandia. Dass wir unglaublich gründlich waren. Und so. Verlorene Höhle. Und war das hier sogar? Und was ist das hier? Oh, ich dachte, dies sei eine alte Ruine, aber es wimmelt hier nur so von Geistern. Was war das nochmal? War hier doch was? Heroin-Magic Wolfgang mit einem Onyx. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Juno! Please! Rockies! Ich habe keine Ahnung, was man hier nochmal bekommen hat. Es gibt auf jeden Fall hier Geistpokémon. Ich glaube, Traunfugil kann man hier fangen. Unter anderem. Ich hätte eine andere Höhle im Kopf jetzt. Nicht unbedingt die hier. Aber in Ordnung. Hat jemand Biss mit Server vertauscht? Eisstrahl mit Biss vertauscht? Vor der Position her einfach? Hab ich das gerade richtig gesehen? Warum hat man das getan? Einstand ist stärker als Biss. Okay, Georock, das ist auch ein One-Hit-KO. Ich weiß nicht, ob ich Simon daraus lassen soll, wo es Sinn ergibt. Vielleicht gehe ich dann wirklich gleich nochmal raus und erkunde das beim nächsten Mal genauer, wenn mir die Gelegenheit gegeben wird. Weil... irgendwie... ja, ich weiß nicht. Irgendwie. Kennt man ja. Knogger. Irgendwie habe ich das Gefühl, er wird nachher nicht wieder zurückfinden und wird sich hier verlieren. Ist auch nicht. Dass er wenigstens weiß, wo er in etwa hin muss. Nicht, dass ich ihm Simon das nicht zutraue, aber trotzdem. Au. Hör auf mich zu sandstürmen. Und friss meinen Surfer. Ich bin dir. Wisst nicht, wie lange ich nach dem Knogger gesucht habe, als ich auf Screen Pokémon gefangen habe. Das hat echt lang gedauert. Ich wollte einen Knogger haben. Wegen dem Spitznamen. So. Schau ich mich nachher nochmal um, beziehungsweise das nächste Mal. Ist hier oben noch irgendwas? Nö. Wo war denn das nochmal mit dem Togepi? Irgendwo gab es ein Togepi-Ei. Bin ich mir sicher. Item? Lachsrauch, okay. War das schon alles hier drin? Zeig ich mich jetzt schon irgendwie? Oh. Beweg dich nicht. Sollte sich nicht in mich reinbewegen. Wenn die Zeit langsam eng wird, werde ich... okay, das, da geht's schon mal nicht lang. Dann geradeaus durch. Nee, auch nicht.
War das echt schon alles, was man hier finden konnte? Anscheinend schon, oder? Ja. War das jetzt echt nur für den Lachsrauch oder bin ich einfach nur zu blöd gewesen, den Weg zu finden? Okay, das kann natürlich auch sein. Na, dann fliegen wir wieder zurück, holen noch kurz und dann wieder ins Team. Nicht, dass sich irgendwer wundert nachher. Wasser Irrgarten. Ich glaube, da hinten war das dann mit dem Ei. Da unten ist auch noch einiges. Gedenksäule. Da bekommt man den Metallmantel, bekommt man da hinten. So, hole ich dann Don kurz ab, dass wir den mit dabei haben. Und fahre dann noch kurz auf einen 6, dass er dann da weitermachen kann. Und dann sage ich auch schon mal tschüss, Leute. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, den Don hätte ich noch gern wieder. Ist doch mein Pokémon. Wobei, Island 6 schaffe ich nicht mehr gut. Dann würde ich sagen, das war's auf jeden Fall für heute von Pokémon Blatt Grün. Beim nächsten Mal bei Simon, dann bei Spotty, dann wieder bei mir. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute!